Einen wunderschönen guten Morgen, Dirties. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Gigi, du bist auch dabei. Wir fahren jetzt. Wo fahren wir hin? Bergwiesenglück. Ey, ja wirklich, so heißt das Hotel. Ja, aber ich hab's mal eingegeben. Du wieder keinen Ring heute. Damals in Spanien hattest du den schon nicht dabei wegen Hola Chicas Mamacitas. Und die nächsten 5 Tage erstmal ein paar Skihasen aufreißen, ne? Genau, sieht aus. Wir haben es 4.05 Uhr. Wir haben es 4.44 Uhr, verdammte Scheiße. Wir haben es 4.44 Uhr, wünscht euch was. Das musst du rechnen, dass du es viermal wiederholt hast, bitte. Wünscht euch was, schnell. Jetzt auch viermal? Du, da hast du dir was gewünscht? Ja. Yeah. Auf jeden Fall haben wir jetzt knapp 10 Stunden Fahrt vor uns. Mit Fatih nur 8. Mit Fatih nur 8. Oh. Let's go. So, habt ihr alles dabei? Habt ihr meine Geschenke dabei? Haben wir tatsächlich dabei, ja. Ja? Hast du deine Ehre? Du hast deine Ehre nicht. Luisa, Fatih, dreh um. Guten Morgen. Wir haben es 10.33 Uhr. Wollen wir raus? Ja, ne? Lass gerne schnuppern, aber du musst ja nicht gehen. Kannst du mir bitte Pamela geben? Ja, Pamela. Pamela Reif, ja. Yeah. Oh no, she's not on the board. No? No. Oh my god, we forget her? Pamela. Ja, kannst du mir auch geben? Ja, kannst du warten. Oh, thank you for the Pamela. But Pamela! Ist unser Pamela Reif? Ja. Ja, ey, was ein Wortspiel, you know? Wow! Kurzer Halt in Ulm. Wir brauchen nämlich Skisocken und Skimasken. Let's go, du. Du, der, beeilst du dich mal? Fatih steht in der Parkverbotszone. Let's go. Oh, ich heiße ihn. Eww. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Das Hotel muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar. Guckt euch mal die Qualität an, da kann man durchgucken. Alter, weißt du, für den Preis, da hätte ich eine alte Gardine von Oma genommen und hätte die uns zurechtgeschnippelt und dann wäre das genauso. Ja. Ich hätte die alten Strumpfhosen genommen, 20 Dehn, fast blickdicht und dann hätte ich gesagt, scheißegal, ob es müffelt nach Kiesefuß, die zieh ich mir durch. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Ja, wenn du wüsstest, wie es hinter dir aussieht. So, nochmal. Die Ausrüstung testen. Tut das weh? Ja. Zieh mal. Ist der fließt nicht ab. So schnell fährst du nicht. Schrei mal, ob der aufgeht. Guck mal, jetzt schreit. Es kann dich auch keiner weghaben auf der Skipiste. Das ist auch gut. Okay. Noch mal was? Mega. Oh mein Gott, schnell! Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus. Wir wollten nur hier rauf. Wir haben nicht mal das geschafft. Wir haben es nur bis zur Piste geschafft. Sieh! Mikey! Was ist denn daran? Mach, ich hab doch gesagt, mach die auch nach Strecke dran. Ihr macht beide hier, Digga. Ey, das war. Ey, du hast mich. Du soll ich. Ich komme. Leute, wollen wir nicht noch einen Skianfänger rausnehmen? Mit Druck, komm. In Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Knie eindrehen, Knie eindrehen. Ja. Komm. So, wir haben gemerkt, das macht keinen Sinn mehr. Haben wir jetzt eine Skilehrerin gefunden. Holger hat eigentlich heute frei, aber ich habe ihn darum gebeten, dass er vielleicht eine Ausnahme macht. Er war so nett und meinte, er macht das nicht. Und jetzt geht's los. Ich geh auch an Rennen. Nein, geht's ja nicht. Das ist mein Moment. Ja, Match. Woo! Echt jetzt? Mhm. Geil. Ich sag nur einfach mal liken. Michael, stell dir mal vor, wir könnten Mama hier in den Bergen lassen. Oh, ich will nicht in die Berge. Schreib direkt. Hey,
Hey, Pritzi. Hey, du kannst Skifahren, ich nicht. Der hat doch meine Perücke auf. Mama, mach mal das zweite Bild. Das zweite Bild. Und man merkt richtig, das war so ein Bild, was er schnell kurz aufgenommen hat. Also ist nicht sein Auto. Nee, nee. Ja. So undercover. Ich brauche einen Tinder-Account. Nein. Finde den Fehler? Ja, genau. Da oben. Oh ja. Dude Maus. Meine Thermofreundin. Na. Wie geht's dir? So gut. Nein, wirklich jetzt? Ja. Zeig mal, mach mal einen Freudentanz, wie es dir geht. Good morning, everybody! Halt das nicht eigentlich im Tal? Merry Christmas! Ja, komm zurück. Der mir auch Merry Christmas. Die neue Thermowäsche. Jetzt 1999 bei Ragout-Gelure. Nice! So, heute ist der Plan. Ich gehe mit Mama wandern. Crazy, das wird Hölle. Und Mirelle geht mit Fati Skifahren. Wir gehen schön wandern mit Mama. 2,5 Stunden. Hast du Bock? Mausi, was trippt dich plötzlich hierher? Quatsches Furt. Nein. Doch. Aber mächtig. Ja, glaub mir. Glaub mir, ich würde sagen, wir gehen da raus. Luisa? Ja? Was fühlst du, wenn du dieses Kunstwerk anschaust? Oh Gott, ich fühle mich, als hätte ich mich im Tal verlaufen. Nein. Nee, du, dir jetzt Spaß beiseite. Digga, du siehst richtig gut aus. Ach, mit deinen Haaren. Wie lange hast du dafür gebraucht? Oh. 3 Stunden. Ja, ne? Hast du mit Dyson gemacht, ne? Ich hab sie Luft trocknen lassen. Oh, ey, so ein Baby! Oh. Komm raus. Okay, okay, es reicht, es reicht. Du störst die Menschen hier an Weihnachten. 2 gegen 1. Ich vertraue dir voll und ganz. Und das muss ich nicht mehr machen. Oh. Einfach abgestochen. Tat weh? Ach so. Du nimmst den in die Hand? Den in deinen Zeh? Ja. Ja, ja. Ganz einfach. Ja, ja. Immer total kompliziert aus, aber ist total einfach. Nicht. Wir haben hier einen dezenten Kartoffelpuffer mit einer Art. Wir haben hier eine Auswahl an kleinem Gemüse. Bammes. Bammes. Und wilden Brokkoli. Der ist wirklich wild. Oh Gott. Dülé, la gülé, baboule, la crème. Non, j'en toi. So, ihr Lieben, es war ein Gaumenschmaus und jetzt geht's Geschenke auspacken. Nun stehen wir hier vom Tannenbaum. Oh Mann, oh Mann, ich glaub's kaum. Wir sind bereit. Nee, ja. Das war mein Teil. Ja, ist doch egal, du kannst doch mal freestylen für die Weihnachtszeit. Übernimm doch einfach mal. Ich weiß aber nicht, was dein Text war. Ja, du, für die Weihnachtszeit. Okay, Replay, ohne es auszuschneiden, wir sind real. Nun stehen wir hier vom Tannenbaum. Oh Mann, oh Mann, ich glaub's kaum. Es ist wieder Weihnachtszeit. Wir sind bereit, die Geschenke zu bekommen. Ich hab mich dieses Jahr benommen. Du hast dich nicht benommen. Du hast nicht am Wasser gespart und am Strom. Und das weiß der Weihnachtsmann schon. Deswegen gibt's ist dann nicht mein Sohn. Klein. Denn der Bacho ist heute Gewinner, der kriegt Rinder. Hat Mama geklaut vom Restaurant. Ich verschenk mich. Wer will mich? Würde ich gerne mal wissen. Du musst dich nur selbst erstmal wollen. Damit dich andere wollen, oder nicht? Ja! Kannst du dir gerne mal ausleihen? Was sagst du zu der Lederoptik-Party? Beschreib mal. Ganz einfach. Du vom türkischen Bazar, was sagst du? Gute Qualität? Original? Aus dem Auge, ne? Ja. Passt. Oh, da steht sogar mein Name drauf, Digga. Muss ich laut lesen? Hey du, da am liebsten verbringe ich Zeit mit dir. Es gibt bereits schon so viele unfassbar lustige und unvergessliche Erinnerungen mit dir, die wir gesammelt haben. Am meisten erinnern wir uns gerne an Paris zurück. Deshalb möchte ich und schenke ich dir eine neue Reise. Echt jetzt? Ja, Mausi, aber ich weiß halt, du musst es ausfüllen, ne? Ach, ich entscheide wohin? Ja, du entscheidest wohin und auch wann natürlich. Ich weiß ja nicht wegen deinen Klausuren, wie du da ja flexibel bist, weißt du? Oh, gerne, eine schöne Reise. Das wird wieder einen ganz tollen Vlog geben. Auch nicht heulen, Mensch. Ne? Wo gehen wir hin? Ach du, de Maus. Wo fliegen wir hin? Nach. Da wohnen wir nicht. Der sieht echt krass aus. Aber ich habe keinen Reisepass, den müssen wir dann mal antragen. Hast du keinen Reisepass? Nein! Ich fange niemals. Wow! Nein! Warte! Nein! Oh mein Gott! So, wir sind jetzt fleißig am Knobeln. Halt die Schnauze, Mann! Überhaupt nicht aggressiv. Digga, ich sag euch, mit meinen ist irgendwas faul. Ja, genau. Das macht keinen Sinn, Alter. Bist du so? Ah! Brezel.
Fuck, Digga, wie soll ich das denn zeigen? Jetzt hätte sie Salz drauf gemacht. Kranz. Ja! Ja! Du kannst echt jetzt? Zeit ist schon seit 8 Jahren. Nein, nein, war nicht um, war nicht um. Okay. Nein, das waren ja die Indianer, hör zu. Und bevor die Amerikaner kamen, wie nennt man Leute, die davor, früher da gelebt haben? Aborinchis. Ja, Aborinchis. So, Mirel, mein Würstel. Dein Würstel, ne? Das baue ich nach dem Skifahren. Bacho. Bacho. So, Mirel und ich gehen jetzt rodeln. Ich habe vor Schlittenfahren gerade mehr Angst als vor Ski, Digga. So, da geht's jetzt runter. Wir sind gerade einfach durch den Zaun gebrettert, Alter. Du, das war's dort. Das war mir gerade so unangenehm. Digga. Digga, wieso man... Er sagt, rodel da runter. Digga, wie denn? Da muss man irgendwie bremsen können. Ich glaube, wir müssen so machen. Ah, nee, eine andere Richtung. Ja. Zurücklehnen, bitte. Kirche, Digga, geh mal kurz beten, dass wir das überleben. Ey, Leute, ohne Spaß, das macht so Spaß, aber es ist so gefährlich, Alter. Ich wusste nicht, dass das so ernst ist. Ey, das ist übertrieben ernst. Letzter Abend hier im Bergwiesenglück. Und Bacho darf aufs Sofa. Jude, wie fühlt es sich an, mit Bacho sich ein Sofa zu teilen? Total, ja, so ein bisschen kriminell, sag ich mal. Oh, Mausi! Ja, aber doch bereichernd. Ja, ja, das gibt mindestens 5 Jahre, ne? Ja. 5 Jahre Hausverbot. Bacho, wie fühlt es sich denn für dich an? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich mal passiert in meinem Leben. Aber ja, ich bin dankbar. Vielen Dank für deine Synchronisation. Gerne, gerne, gar kein Problem. Wie war der Urlaub für dich mit 3 Frauen wie mir? Gut. Wait. Wir haben heute Bacho zum ersten Mal mit zum Essen. Bleib. Bacho, du sollst hier gar nicht sein, ne? Oh, da wird jemand sauer. Und jetzt reicht's. Yeah. Super, Mirel. Ja, ja, wie kann man nicht Respekt vor dir haben? Bleib, sag ihn. Ja. Ja. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, wie und mit wem würdest du diesen Tag verbringen? Ja, nicht mit dir auf jeden Fall. Wieso, ich halte das jetzt? Komm, Mirel, erzähl. Mirel, das sieht gerade aus, als wärst du in einer Flasche. Warte. Also auf jeden Fall mit euch. Also mit euch und Nico und Jessi und Bacho natürlich. Mhm. Und ich glaube, ich würde gar nichts Actionreiches machen wollen. Also ich glaube, weil es ist eh der letzte Tag, also ich kann jetzt nicht die ganze Welt an einem Tag sehen. Deswegen würde ich einfach so mit euch irgendwie zu Hause Zeit verbringen. Und sagen wir, wenn du fliegst nach New York, ist die Hälfte des Tages schon rum, ne? Eben, lohnt sich auch nicht. Es sei denn, du fliegst Business Class. Was? Du fliegst auch nicht schneller. Du fliegst jetzt eh, Luisa. Das meintest du geerbt. Ich würde den natürlich auch mit euch verbringen. Und ich würde einfach zu Hause sein wollen. Einfach zu Hause chiller. Ich würde mir den Tag so ein bisschen aufteilen. Ich würde zu Beginn des Tages so meine ganze Familie rufen, wirklich jeden. Und dann gegen Abend halt, immer je später es wird, immer weniger Leute und ganz am Ende dann nur noch die ganz, ganz eng. Ja. Und ich glaube, die letzte Stunde würde ich dann ganz, ganz alleine so mit Luisa sein. Oh. Was? Was? Mal zeigen, mit wem wir deine letzte Stunde machen. Ich hab's mir anders überlegt.